Herzlich willkommen zum Berlin-Halbmarathon-Video. Wir sind gerade in Berlin angekommen, haben schon ein paar Bilder geschossen mit Jeffrey und machen uns jetzt gleich auf den Weg zur Expo, wo wir ja den Panel-Talk haben. Am Palettenstand mit Jeffrey zusammen über Tipps, Tricks, was man am Tag vor dem Halbmarathon so machen kann, sollte, darf, muss. Alles so in die Richtung. Ich bin super aufgeregt, wie jedes Mal eigentlich. Egal wie viele Lauf-Events man macht, man ist immer wieder aufgeregt. Heute Abend gehen wir noch in unser Lieblingsrestaurant, wo wir immer in Berlin hingehen. In einer Stunde kommt meine Mama auch in Berlin an. Deswegen bin ich sowieso noch mal mehr aufgeregt, weil es ihr erster Halbmarathon ist. Ich weiß doch genau, wie es bei mir früher war. Und kann einfach kaum erwarten, dass das Wochenende jetzt so richtig losgeht mit Expo und Startnummer abholen und allem, was so dazugehört. Das würde ich überlegen, Channel, auch zu machen. Your race from pace. Mit Tobias. Tipps und Tricks, die ihr braucht am Tag vor einem Halbmarathon, vor einem Rennen oder wenn ihr zum Zuschauen hier seid, was braucht ihr beim nächsten Mal, wenn ihr sagt, ich will mal ein Rennen machen. Wie geht es dir? Sehr gut, also Sonntag Halbmarathon in Berlin, genau wie bei dir, war das so mein erster Halbmarathon hier und immer wieder herzukommen jedes Jahr ist natürlich wunderschön, man ist aufgeregt, so kurz davor, jetzt auf der Messe natürlich noch mehr. Ich weiß nicht, der 7. Halbmarathon, das jetzt bei mir ist, so offiziell, man läuft ja auch während dem Marathon mal während dem Marathon-Training mal mehrere Halbmarathons. Ich kann mir vorher nie vorstellen, auf einem normalen Laufband zu trainieren. Und ich finde es auch immer noch relativ langweilig, aber mit dem Tread ist es halt was komplett anderes. Ja, gerade was, worum ich sehr struggle, ist das mit der zweiten Zyklushälfte während des Halbmarathons oder Marathontrainings ist immer so ein bisschen schwieriger. Und da bin ich dann froh, wenn ich sage, hey, ich habe hier einen Instructor oder den Jeffrey. Stehe ich morgens auf und denke mir, okay, der motiviert mich jetzt, der haut mich wieder in meine Laufschuhe rein. Das ist natürlich einfach wunderschön, dass man sich da ablenken kann, mental auch eine Stütze hat, wo man sagt, hey, ich weiß genau, jetzt wird's gut, egal wie schlecht ich vorher drauf bin. Ich denke dann auch mal, gibt ja auch einen Marathon und vielleicht melde ich mich da auch mal an. Und ja, so kam das irgendwie. Und seitdem bin ich immer eher hauptsächlich beim Laufen. Klar, man macht auch mal ein paar andere Sachen. Aber Laufen ist halt irgendwie das, was mir so am meisten gibt. Viele von euch haben vielleicht schon die ganze Woche Carbs gegessen, die guten Kohlenhydrate, um nochmal Energie zu tanken. Beste Woche. Beste Woche überhaupt. Immer. Also immer Lauf-Events, immer Pasta. Dann Pasta-Party zelebrieren. Am Abend vorher gehört irgendwie dazu. Das Ding, worüber wir gesprochen haben, am Race-Tag oder Tag vorher nichts anderes mehr ausprobieren. Wenn du jetzt hier auf der Expo denkst, ach Mensch, das Shirt ist aber schön, kaufst dir gerne für den nächsten Trainingslauf oder für nächstes Jahr, wie ich durch dieses Ziel laufe. Weil wenn du es dir bildlich vorstellen kannst, bist du einen Schritt davon entfernt, dass du es auch schaffen kannst. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Essen. Ich habe auch richtig, richtig Hunger. Und bin noch gespannter auf den morgigen Tag. Da geht es ja auch wieder zum Messer und da holen wir unsere Startnummern ab. Wir dachten, wir gehen zu Fuß zum Restaurant und jetzt ist Platzregen. Ist ja eigentlich gut, aber noch nicht heute. Ich brauche das Sonntag. Tag, an dem wir die Startnummern abholen und ich bin schon fertig gemacht, habe meine Haare heute offen. Endlich geht's los und ich finde, wenn man seine Startnummer hat, dann ist es immer noch ein bisschen aufregender. Aber wir holen uns ganz zuerst, bevor wir zum Messe fahren, erstmal einen Kaffee bzw. einen Matcha. Ja.
Auf der Messe kann ich noch mal ein paar Fragen, wie man die Startnummer an der Weste festmacht. So, wenn ihr beim Halbmarathon nur die beiden oberen Fächer braucht von eurer Weste, wenn sie überhaupt mehrere hat, dann macht ihr erst eure Sachen da rein und dann platziert ihr die hier drauf und nehmt die beiden oberen Löcher, macht die da fest und dann guckt ja der untere Teil hier raus, aber dann nehmt ihr halt einfach diesen Teil und macht es da fest. Könnt ihr ruhig durchstechen, habe ich auch oft schon gemacht. Und dann guckt es halt ein bisschen raus, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wenn ihr aber alle vier Taschen braucht und solltet die oben und unten Taschen haben, nehmt ihr halt die Startnummer und macht hier, nachdem ihr die befüllt habt, die Weste, einmal hier das Loch rein. Natürlich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo durchsticht, was in den Taschen schon drin ist, also die beiden oberen. Und dann macht ihr die nochmal hier fest. Dann guckt die auch ein bisschen raus, finde ich jetzt aber nicht schlimm. Und das passt und das mache ich ganz oft so. Das ist die Strecke für morgen. Das Ganze fängt hier an, dann geht es erstmal zur Siegessäule, die legendären ersten 2 Kilometer. Und dann geht es hier so ein bisschen in so ein Wohngebiet, glaube ich. Bei Kilometer 5 gibt es das erste Mal Wasser. Steht aber auch hier unten alles sehr detailliert, wann es Wasser gibt. Es gibt sogar Tee. Da unten gibt es nochmal Gels. Ab Kilometer 10, also 10,5, gibt es nochmal Getränke. Kilometer 15 ist mein persönlicher Lieblingsplatz. Potsdamer Platz ist nochmal sehr cool, auch motivationstechnisch. Gibt es dann auch, wenn man hier diesem Bananensymbol sieht, Bananen und nochmal ja, Wasser und Tee und sowas. Dann die letzten Schlenker, also die letzten 6 Kilometer, gibt es auch nochmal bei 17 Kilometer oder 17,5 Wasser und Bananen. Und dann habt ihr halt quasi in Anführungsstrichen nur noch 4 und dann geht's zur Zielgeraden. Da habt ihr dann halt wirklich alles, auch so alkoholfreies Bier und sowas im Ziel. Das ist immer sehr, sehr nice. Es war so ein schöner Tag heute und jetzt geht die Sonne auch gleich unter. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele von euch da waren. Ich fand es so unfassbar schön. Wir hatten sehr tolle persönliche Gespräche, wichtige Gespräche auch und ja, hoffe ich konnte euch so ein bisschen die Aufregung nehmen. Es war einfach ein richtig schöner Tag und der Vibe hat gepasst. Stimmung, die Sonne war den ganzen Tag da. Es hat sich irgendwie angefühlt, weil das Tiny House in Pelham ja auch draußen war, hat sich irgendwie angefühlt wie so eine riesige Gartenparty. Das war auf jeden Fall mein Feeling und jetzt geht es Nudeln essen, endlich Pasta, heute auch eine doppelte Portion, die brauche ich. Und dann steht dem morgigen Rennen auch nichts mehr im Wege, ich freue mich so. Ja, bin richtig gut gelaunt, hoffe ich kann heute nochmal richtig gut schlafen. Die letzte Nacht war jetzt nicht so Bombe. Schauen wir eben kurz nach. 6 Stunden 51 habe ich geschlafen, Sleep Score war 80. Ja, das geht besser, würde ich sagen. Also vielleicht gerade diese Nacht wäre es wichtig, dass wir mal ein bisschen mehr Schlaf bekommen. Aber ich glaube, die Pasta wird ihr Übriges tun, weil danach werde ich sehr, sehr müde sein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los, weil sonst kommen wir nämlich zu spät. Übrigens nehme ich gerade hier sehr gefährlich auf, aber das Licht ist hier am besten. Ja, da geht es auf jeden Fall steil bergab. Ich sehe jetzt mittlerweile schon ein bisschen müde aus und bin auch sehr müde, sehr geschafft. Das war ein anstrengender, aber schöner Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Startnummer jetzt gezeigt habe. Morgen sieht man sie auch nochmal. Und man kann damit die Nummer, glaube ich, auch in der App die Personen, die Läufer tracken. 43. Halbmarathon in Berlin. Ich habe mein Porridge auch schon seit der Ankunft in den Kühlschrank gepackt. Ja, der Kühlschrank ist warm. Der Kühlschrank ist warm. Das ist mein Porridge. Oder ich mache das so, ich nehme nur ein Gel, ein Himbeergel und trinke einen Kaffee. Ich kann doch nicht, also seit Freitagabend steht das, seit Freitagmorgen ist es quasi ungekühlt. Es sind jetzt 2 Tage. Ich bin New York auf leeren Magen gelaufen, ich kann das jetzt auch. Bevor ich mir den Magen verstimme, was 2 Tage im Warmen gestimmt hat. Es ist Race Day und ich bin mittlerweile sehr aufgeregt. Mein Flows Gefühle Magen ist präsent. Ob ich das mag? Ja, so 50-50 würde ich sagen. Also es ist schön, weil es kommt ja nicht so oft vor. Und Aufregung bezüglich eines tollen Ereignisses ist ja immer irgendwie schön. Ich bin aber auch froh, wenn wir auf der Strecke sind und die Aufregung verfliegt und nur noch Freude besteht. Ich habe heute Morgen nicht so viel mitgefilmt. Mein Porridge war ja gestern ungenießbar. Ich habe dran gerochen, war nicht so geil. Wir haben uns heute Morgen vom Frühstück unten einen Kaffee geholt. Ich trinke normalerweise keinen Kaffee und auch unsere Kaffeegeschäfte haben alle noch zu hier in der Nähe. Bisschen blöd gewesen. Das heißt, ich konnte keinen Matcha kaufen und habe jetzt einfach Kaffeecreme getrunken. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber es hat die Wirkung nicht verfehlt. Sagen wir es mal so, mehr Details möchte ich hier auch nicht preisgeben. Aber ich fühle mich jetzt relativ gut vorbereitet. Ich habe jetzt nichts gegessen vorher. Worst case irgendwie. Aber dadurch, dass ich es in New York für den Marathon genauso hatte, weil dieses Sandwich so eklig war vorher, habe ich irgendwie Mini-Erfahrung darin. Das Ding ist nur, dass es in New York meine erste Zyklushälfte war. Das heißt, es war super. Und jetzt haben wir die zweite Zyklushälfte.
ist nicht so super. Jetzt haben wir jede Erfahrung dann auch einmal durchgespielt und in 10 Minuten, ja, genau in 10 Minuten verlassen wir hier die Bude und dann machen wir noch ein bisschen Content und Startnummern ran und genießen auch so ein bisschen die Atmosphäre und das war's dann eigentlich schon. Ich bin ready. Eigentlich ist alles soweit in Butter. Ich habe jetzt für meinen Zopf hier oben 2 Zopfgummis benutzt. Ganz wichtig, 2 Zopfgummis, weil dann hält das Ding fester. Es wird nicht mehr genau so aussehen, wenn ich im Ziel ankomme, aber es wird weniger schnell runterrutschen. Je nachdem natürlich, wie dick und schwer und lang eure Haare sind, hält es mit 2 Zopfgummis auf jeden Fall bombenfest. Es war bisher gar nicht so crazy mit der Nervosität bei mir. Also ich war aufgeregt und happy. Heute Morgen um 7 war es anders, denn da hat es genau angefangen mit der Nervosität, mit der Aufregung. Da war dann Schicht im Schacht mit der Ruhe. Übrigens sieht man von hier aus die Strecke. Wenn man hier aus dem Fenster runterguckt, ist die Strecke. Das macht es irgendwie nochmal aufregender. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt dieses Your Race, Your Pace. Weil das ist ja auch sehr wichtig, ne? Immer auf die eigene Geschwindigkeit achten und nicht auf die der anderen. So quasi. Ich muss jetzt nochmal rauf machen. So. Ich glaube, es ist schon fertig. So. Okay. Sehr schön. Bisschen zu spät los, jetzt müssen wir wieder ein bisschen joggen. Aber ist auch nicht schlimm. Warm up. Kilometer 4 haben wir gleich. Wind ist sehr nice und das ist richtig schön kühl irgendwie, weil es ist ja mega warm. Aber gerade fühlt sich noch nicht so warm an. Ich war langsam Hunger. Erstes Gel und Wasser. Kilometer 8. Bisschen außer Puste. Wie immer natürlich Legende Moos am Start. Es darf nicht fehlen bei Halb- oder Marathon. Berlin, einfach mal. Sagen. Genau, in Berlin. Wie cool. Ich habe vergessen, die Gel zu nehmen, die Jochen mit dabei hat. Aber Tobi ist mein Gel quasi. Ja, da gibt es Energie und zwar durch positive Vibes. Das pusht genauso. Kilometer 15, bester Platz mit dem Zielerlauf auf der Strecke. Kilometer 19, bisschen am Ende. Tobi sucht gerade das Oktoberfest. Ja, ihr habt gemeint, da gibt es ein Bier. Ja, wir haben uns ein bisschen vertan. Du hast Wasser, haben es bei uns, hä? Ja, ich bin schon recht emotional, wie immer.
So, der Tag nach dem Halbmarathon. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Wir haben fast 9 Stunden geschlafen. So Trainingszustand oder Trainingsbereitschaft ist auf jeden Fall schlecht. Ist ja klar, nach so einem Longrun gestern. Natürlich ganz wichtig. Auch nochmal die Medaille. So sieht die aus. Ich finde das Band irgendwie auch ganz schön. Die sieht ja so ähnlich aus wie die vom letzten Jahr. Und ich fand die auf den Bildern nicht so schön. Aber ich finde sie irgendwie schöner als die vom letzten Jahr. Muss ich jetzt da wirklich mal sagen. Ich bin halt wirklich so froh, dass meine Mama das auch geschafft hat. Das war so das, woran ich auch sehr oft gedacht habe während der Strecke, ob ihr die Wärme zu schaffen macht. Also ich glaube, jedem hat es irgendwie ein bisschen zu schaffen gemacht, außer die, die Wärme richtig, richtig lieben beim Laufen. Es war ja genau euer Tag dann. Ja, und natürlich auch gemeinsam ins Ziel zu laufen, so einen ersten Halbmarathon von jemandem zu erleben, ist irgendwie total schön und emotional und natürlich auch im Ziel selber dann überwältigend. Aber es war einfach richtig toll und ich bin so, so erleichtert, dass alles so glatt gelaufen ist. Auch, dass ich ja morgens nichts gefrühstückt hatte. Ich habe einfach gedacht, das wird schon irgendwie. Und habe mir dann auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das war auch eine ganz gute Herangehensweise dann, dass ich mir nicht zu viel Stress gemacht habe. Ja, dann natürlich die Stimmung beim Laufen. Mit Tobi, Mo und Jeffrey zusammen zu laufen war sehr, sehr nice. Es war so eine coole Stimmung. Wir haben so viel gelacht. Das war für mich persönlich so der coolste Halbmarathon, muss ich sagen, den ich je gelaufen bin. Einfach weil es in der Gruppe so viel Spaß macht zu laufen. Also das ist einfach so meine persönliche Ansicht. Manche laufen ja auch lieber alleine mit Musik. Aber ich fand das so toll. Kopenhagen war ja auch schon sehr, sehr nice mit Laura und ihrem Opa. Da hat mir aber die Hitze noch mehr zu schaffen gemacht als heute. Heute, gestern. Und deswegen finde ich den von gestern noch einen Ticken besser einfach. Weil, ja, ich war schon überanstrengend manchmal mit der Wärme. Aber es war dann eben doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte, weil wir dann doch relativ viel Wolken auch hatten. Und das hat es irgendwie dann so ein bisschen besser gemacht. Dann natürlich die Expo. Das war so ein schönes Erlebnis und mir hat es so Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Berlin-Marathon, euch da wieder zu treffen. Das war ja richtig cool. Also ich habe es mir irgendwie schon ganz cool vorgestellt, aber es war noch ein bisschen besser. Dann war auf jeden Fall noch ein Thema für mich, dass wir, nachdem wir alle fertig waren, also ich, meine Mama, dass wir dann nochmal zum, wie nennt man das, zum Zieleinlauf gegangen sind, vor dem Brandenburger Tor. Und da haben wir dann natürlich die Leute gesehen, die so mit als letztes ins Ziel gelaufen sind. Und es hat mir so leid getan, dass da die ganzen Leute einfach nicht mehr gestanden haben. War da auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen emotional, weil die einfach so kämpfen. Und die sind seit mehr als 3,5 Stunden unterwegs, manchmal sogar 4 Stunden und noch länger. Das ist so bemerkenswert und die werden immer als langsame Läufer abgestempelt. Und ich finde das so schlimm. Also viele sehen ja langsame Läufer als etwas Negatives an. Aber es ist ja gar nichts Negatives. Also es ist ja nur einfach, dass manche Leute irgendwie schneller ins Ziel kommen und andere halt ein bisschen langsamer. Aber langsam ist ja nicht das Schlechte. Crazy, dass die so lange kämpfen und das habe ich auch gestern bei Instagram nochmal geschrieben in der Story und ich finde das viel bemerkenswerter und viel, viel krass, eine viel, viel krassere Leistung als die, die eine Stunde brauchen. Da gibt es bestimmt auch geteilte Meinungen und vielleicht gibt es auch wieder ein paar Leute, die schreiben, ja, aber eine Stunde, das erfordert viel mehr Training. Es ist meine Ansicht. Ich finde das viel, viel krasser. Ich weiß, wie es mir nach 4 Stunden bei einem Marathon geht. Und das ist einfach eine Wahnsinnsleistung, so lange unterwegs zu sein. Ich finde es unfassbar, auch als ich in Aruba über 5 Stunden gelaufen bin, bei der Wärme. Ich habe so gekämpft. Ich war auch eine mit der letzten, glaube ich, die mit ins Ziel gelaufen sind. Deswegen finde ich das viel, viel krasser. Und an alle, die das sehen, die so lange gebraucht haben, es ist so nice, weil die Leute machen auch genau das Event zu dem, was es ist. Nicht nur die schnellen Läufer, ich sage das immer wieder gerne, nicht nur die schnellen Läufer, weil auch die, die etwas länger brauchen, sind Teil des ganzen Events. Das sind auch die Leute, die diese 39.000, 40.000 Läufer ausmachen. Warum man zu dem Event kommt, weil es so viele Leute sind. Es können nicht alle gleichzeitig durchs Ziel laufen bei 2 Stunden. Wie soll das funktionieren? Deswegen danke, dass ihr euch auch anmeldet, dass ihr euch auch öfter anmeldet und dass ihr euch nicht davon kleinkriegen lasst, was diese Leute sagen über langsame Läufer. Kann ich auch echt schon langsam nicht mehr hören, dass die als weniger gut oder weniger schnell abgestempelt werden. Wirklich schrecklich. Dann noch eine Sache, wo ich irgendwie auf dem Nachhauseweg drüber nachgedacht habe. Es gab ja auch ganz viele Gruppenfotos und wir haben uns dann im Gruppenfoto irgendwie nicht angeschlossen zum Schluss. Dann habe ich es später online gesehen und war ja auch cool, wenn man sich danach mit der Gruppe trifft. Why not, wenn man mit einer großen Gruppe da ist oder auch mit einer kleineren Gruppe. Dann habe ich mir aber gedacht, weil viele von euch mir auch auf der Expo erzählt haben, dass sie vielleicht alleine da sind, das erste Mal da sind, alleine durchs Ziel laufen und gedacht haben, ja, super schade und so weiter. Finde ich nicht, weil jetzt kommt das Aber. Ich finde so gerade die Fotos, die man immer sieht auf der Wiese, vor dem Lauf, nach dem Lauf, diese Riesengruppen und dann sieht man das hinterher auf Social Media, wenn man alleine gelaufen ist. Dann denkt man irgendwie, man hat was verpasst. Nicht immer, aber einige denken das bestimmt, habe ich früher auch, dass ich was verpasst habe, dass ich nicht mit einer größeren Gruppe beim Start war, mich vorbereitet habe, mich aufgewärmt habe. Whatever. Hat man aber nicht. Manchmal ist es wirklich nur der Hype um
die Personen, die da auf dem Foto sind. Deswegen müsst ihr euch immer bewusst sein, ihr habt nichts verpasst. Nur weil ihr vielleicht für euch wart bei dem Event, das ist nicht immer die weniger schöne Variante. Also ich habe nichts verpasst, wir haben einfach mit meiner Mama auf der Wiese gechillt und haben uns einfach irgendwie hingelegt, die Sonne genossen. Ich habe das dann hinterher auf Social Media gesehen und dachte, wäre ich hingegangen? Und dann dachte ich, nee, ich habe nichts verpasst. Diese FOMO ist ja irgendwie richtig strong manchmal, dass man denkt, shit, da hätte ich hingehen müssen. Nee, hätte man nicht. Es war alles gut. Wenn der Lauf gut war, und das ist ja irgendwie das Wichtigste am Wochenende, dann habt ihr nichts verpasst. Ja, ansonsten war es das soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so gut es geht mitnehmen und ich habe das Event so ein bisschen hier durch den Bildschirm miterleben können. Wenn ihr selber da wart, ist es vielleicht so eine kleine Review vom Wochenende. In 2 Wochen geht es weiter mit dem London-Marathon, aber in der Zeit kommen natürlich noch 1-2 Vlogs online und dann sehen wir uns da im nächsten Video wieder.